So, verehrtes Volk, an diesem doch sehr kalten Neujahrstag habe ich mir vorgenommen, das letzte Ending von Vampire's Dawn zu zeigen, und ich würde einfach mal sagen, let's go! Mal sehen, was dieses letzte Ending denn für eine Besonderheit hat oder was hier anders sein soll. Gut, ich denke, jetzt kommt als erstes mal wieder der altbekannte Kampf. Yes, Sir. Den ich jetzt vielleicht einfach mal drin lasse. Ich meine, das werden wir relativ schnell hinbekommen. Buah, buah. Zack, 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 Komet. Angriff. Ach, den Spiegel habe ich ja auch noch mit Walner. Sehr schön. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Hauen wir ihn um. Weil ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, was jetzt noch anderes kommen sollte. Beziehungsweise was jetzt noch passieren könnte. Es könnte vielleicht noch eine Art Bad Ending sein. Oder vielleicht doch wieder eine Art Good Ending. Man weiß es nicht. Ja, ja, apokalyptier dich du nur mal selber. Yes, my lord. So, Bams, das wäre er. Gegenstand, Blutelixier. Elaine, Angriff. Bounce, Komet. Stirb, du Drecksau. Stirb, Jaina. Der Spiegel ist echt geil. Ich meine, es muss ein Charakter von mir muss den Spiegel haben. Und keiner wird von irgendeinem Zauber getroffen. Das ist Hammer. Hammer. So. Ja, eure Weiblichkeit hat nun ein Ende. Das kennen wir. Na los, töte mich. Töte deine Tochter. Es kann aber sein, er lässt sie jetzt leben. Oh nein. Schlag zu, Walner. Sonst hat das nie ein Ende. Jaina. Nein, er tötet sie doch. Okay. Ihr könnt uns nicht vernichten. Bla 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 bla. Ja. Ich werde ihn nicht vernichten. Bla 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 bla. Ich glaube eher, du wirst auf ewig in diesem Bandstein dahin siechen. Ja, das kennen wir auch. Bandstein, oh nein, nicht schon wieder. Und dann getan hat. Bounce. Oh, oh, es ist vollbracht. Was passiert jetzt? Stellt sich Elaine gegen uns. Walner, wir haben es geschafft. Oh, wie ich dich liebe. Ich liebe dich, Elaine. Na fein, dann muss es wohl sein. Ich ertrage es nicht. Anscheinend ist es endgültig aus zwischen uns, Elaine. Okay. Wie gehen wir nach? Werden jetzt beide auf ewig zusammen sein in der Hölle? Aska, verdammt, was soll das? Du Verräter! Du wagst mich, einen Verräter zu nennen! Getränk, ich hab den... Blablabla. Gut, da hast du nicht alles gewollt, Aska. Eiberstäbel in den Reich, doch diesmal hast du ihn auferstehen können. Wir werden das Buch verbrennen. Ich fürchte, ihr werdet es nötiger haben als ich. Kampfvorbereitungen. Wieder nur mit Elaine, nehme ich an. Nein, nicht speichern. Gegenstand, Blutelixier. Beziehungsweise Vampirstein, dass ich nicht mehr rasend bin. Okay, es geht doch weiter. Ich habe schon gedacht, jetzt hat sich das Spiel sowas aufgehangen und jetzt geht es nicht mehr weiter, weil es kam keine Statusmeldung, keine Fehlermeldung, nichts, deswegen... Wayne. Okay, ich bin mal gespannt, was sich hier verändert in diesem Ending. Ob sich überhaupt irgendwas relevant verändert, sagen wir es mal so. Bum, bum, bum. Wir kämpfen gegen Aska nach wie vor. Oder Walnut dreht danach auch noch durch und Elaine ist dann ganz allein. Oh, das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich auch eine nette Idee, wenn ich das mal so sagen darf. Er blindet, das hilft dir relativ wenig. Asgar! Oh je. Dank meiner Spürnase sollte ich eigentlich in etwa wissen, wo er steht als Wolf. Oh, Asgar stirbt doch. Seit wann hast du so viele Lebenspunkte, Alter? Seit wann hast du so viele Lebenspunkte? Ja, ich bin nicht mehr blind. Yes, Sir. Okay. Ich kann dich nicht mehr lieben nach all dem, was du... Ja, ohne Blabla, du bist eine Abschau für mich. Ich habe dich immer geliebt. Ist wertlos. Ja, okay. Vergib mir. Vielleicht vergibt sie ihm jetzt. Das wäre doch mal ein Ending. Nein, warum nicht? Oh mein Goodness. Du warst eine zu große Gefahr, bla bla. Und alles, was ich will, ist ein glückliches... Oder Walner tickt jetzt aus vielleicht. Für immer glücklich sein, bla bla. Nichts wünsche ich mir sehnlicher. Na gut, bis jetzt ist es noch das Gleiche. Also vielleicht sind es ein paar
kleine irrelevante Änderungen. Schauen wir es uns einfach mal an. Und genießen wir es oder auch nicht. Oder der Schattengeist, der fährt jetzt in Elaine ein. Ah, wir haben auch mal was Neues. Oder in den Werwolf. Was, wir nehmen Askas und Jaenas Blutgeist und benutzen die Steintafel? Die Steintafel? Bist du dir sicher? Was ist, wenn sie die Welt zerstört? Ich bin mir sicher, dass es der einzige Weg ist, wieder an unsere alte Welt zu gelangen. Wanna, ich vertraue dir. Du hast uns bisher hergeführt. Nun mach, was du für richtig hältst. Ich werde diese Steintafel benutzen. Ich will unsere alte Welt wiederbeleben. Okay. Da kommen die Blutgeister. Bitte verzeih uns. Ich weiß, du hattest keine Kontrolle über dich. Doch wir brauchen deinen Blutgeist, um genügend Seelen und Energie für den Zauber auf der... Bitte verzeih uns, Jaina. Ist das jetzt anders vom anderen Ende? Ich weiß es gar nicht mehr. Jaina! Jaina, Valna wird verrückt jetzt. Das wär's, muss ich mit Alain gegen Valna kämpfen. Das wäre doch mal ein gutes Ende. Und nun noch Askars Blutgeist. Oh yeah. Askar. Oder Neria kommt jetzt vielleicht. Da war ja auch noch was, stimmt? Askar, du elender Verräter. Du hast dich kein bisschen verändert. Ach komm. Er hat dich geliebt, du Bitch. Er hat dich doch nur geliebt. Was ist daran so schlimm? Dann ist es wohl soweit. Yeah. Ich hoffe, meine Kenntnisse reichen für diesen Zauber. Niemals! Was? Sag ich doch, jetzt kommt noch Neria daher. Sag ich doch. Niemand wird diese Steintafel verwenden, solange ich lebe. Dann wirst du jetzt wohl sterben müssen. Ich weiß zwar nicht, wer du überhaupt bist, aber wir haben dich nicht getötet. Und dafür solltest du uns dankbar sein. Nur weil ihr mich nicht umgebracht habt, heißt das nicht, dass ihr nicht zu meinen Feinden gehört. Ihr wollt die Steintafel benutzen, sie wird die Welt zerstören. Nein, sie wird uns die Welt wiedergeben, die wir so vermissen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr den Zauber sprecht. Es war dumm von dir, uns zu folgen. Doch es ist noch dümmer, sich uns in den Weg zu stellen, du intrigante Schlampe. Muss ich jetzt mit... jetzt muss ich mit den drei quasi gegen sie kämpfen. Hatte ich beim letzten Ending nicht mit Aska gegen die... Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Wir kämpfen einfach gegen Neria! Die wahrscheinlich eh nicht so viel auf dem Kasten haben wird gegen uns drei. Gehe ich mal von aus. Klingensturm geht sogar auf dich zurück. Muhahahaha. Jetzt kriegt sie auch noch andauernd 400 Schadenspunkte Schaden. Oh mein Goodness. Das kann ja nichts werden. Bounce. Konnte ich nur so schwach werden. Bauer! Na fein, nun sollte es aber endlich soweit sein. Jetzt kommt ein L raus aus Neria raus. Ich hoffe, du hast recht mit diesem Zauber. Es ist unsere einzige Chance. Ich vertraue dir. Also los. Bla 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 bla. Ich kann heute nicht schreien, meine Stimme ist weg seit gestern Nacht. Bla 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 bla. Zu viel geraucht. Bla bla bla. Ja, komm. Zu viel gesoffen, ey. Wie ein Loch, Mann. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch reden kann heute. Okay, mal gespannt, was jetzt passiert. Okay, Neria ist jetzt tot. Das hat sich, glaube ich, jetzt im Gegensatz zum anderen Ending verändert. Bin jetzt mal gespannt. Wie gesagt, ich will mich an dieser Stelle schon mal bedanken für euer reges Interesse an Vampire Stone 2. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es jetzt allerdings auch schon wieder ewig in die Länge gezogen. Also soweit ich weiß, habe ich im letzten Jahr, im Februar oder so, damit angefangen. Nach längeren Pausen, pipapo, hat sich das alles jetzt halt ein bisschen, wie gesagt, in die Länge gezogen. Muss nicht unbedingt sein, hätte auch nicht sein sollen. Also ich hätte das Projekt eigentlich schon lange fertigstellen können. Aber na gut, jetzt ist es halt soweit und... Wie gesagt, ich bedanke mich für die Kommentare, für das Interesse und für alles Mögliche. Valna, wach bitte auf! Wach auf! Wach auf, Mann! So, wach doch bitte auf! Er ist gestorben. Du hast es geschafft, Valna. Wach doch auf und schau es dir an. Wir haben doch nur so viel vor uns.
Gemeinsam, wie immer. Ist Falder tot, oder was? Was zur Hölle, warum ist Walner tot? Und so war die Welt wieder, wie Walner und Elaine sie kannten. Die Kontinente verschoben sich erneut, das Wasser wich für viele neue Inseln zurück. Askas Weltumwandlung war komplett rückgängig gemacht worden. Durch die Macht des Zaubers, doch Walner war in einer Art Trance gefangen. Oh Walner, ich liebe dich doch so sehr. Warum wachst du nicht auf? Ich brauche dich. Warum ist er jetzt in der Trance gefangen, hallo? Walner, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Was geht nur in dir vor? Warum kannst du nicht aufwachen? Warum können wir nicht einfach nur glücklich sein? Wir haben doch so viele gemeinsame Träume, gehabt. Bitte, ich liebe dich, wach auf. Okay, verstehe ich jetzt zwar irgendwie nicht ganz, aber... Oh, er ist mit seinem inneren Elras konfrontiert. Oh, Morlon. So, mein kleiner wertloser Freund. Nun bist du also wieder hier. Du verdammtes Stück Dreck! Habe ich dich nicht vernichtet? Mich vernichtet? Oh, oh, oh. Mich kann man nicht so einfach vernichten. Ich bin ein unbesiegbarer Parasit deiner Gedanken. Du kannst mich zwar schwächen, doch ich werde jedes Mal erneut an Stärke gewinnen und dich nach und nach wieder unter meine Kontrolle bekommen. Oh. Deine Sprachlosigkeit signalisiert eine Hilflosigkeit. Und das bist du, hilflos. Ich werde dich kontrollieren, früher oder später. Ob du es willst oder nicht. Niemals! Ich bin Herr über meine Gedanken. Niemand kontrolliert mich. Was kannst du mir schon antun? Du bist ein Wurm. Ich werde dich besiegen. Und wenn es ewig dauert. Oh, 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 oh. Du Narr, ich bin unbesiegbar. Das werden wir ja sehen. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mich um deine kleine Freundin kümmern. Elaine wird mein sein. Sie hat mich das letzte Mal abgewiesen. Vielleicht war der Körper von diesem Vincent ja zu unattraktiv. Aber in diesem hier wird sie nicht widerstehen können. Wage es ja nicht. Ihre herrlichen roten Haare, ihre tadellosen weiblichen Rundungen. Das reicht, jetzt mache ich dich fertig. Komm, du Wurm, spüre meine Macht. What the fuck? Stirb, du Kreatur der Hölle. Der für ein Face, Alter. Also er kämpft, okay, okay, ich verstehe schon, ja. Walner, lass mich bitte nicht allein. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Ohne dich werde ich niemals glücklich sein. Ohne dich will ich nicht existieren. Oh, Walner, so wach doch endlich auf. Ich brauche dich. Geil. Das ist schon traurig irgendwie. Eigentlich. Elaine wachte wochenlang an Walners Bett und dieser blieb weiterhin in seiner Trance. Sein Geist kämpft unerbittlich gegen den Schattengeist, der die Kontrolle über Walner anstrebte, doch schien dieser Kampf niemals zu enden. Während Elaines untotes Herz um Walner weinte, gierte ihr Magen mehr und mehr nach Blut. Doch Elaine trank nicht. Sie wachte an Walners Bett. Sie schmiegte sich an seine Brust. Tag und Nacht lag sie bei ihm. Sie weinte und weinte. Doch Walner hielt seine Augen geschlossen. Schon irgendwie traurig. Oh, Disco. Doch ihr vampirischer Körper hielt dies nicht aus. Er verlangte nach Blut. Elaine wurde mehr und mehr zu einer rasenden, nach Blut gierenden Bestie. Sie hasste die Welt, die ihr ihren geliebten Walner genommen hatte. Sie hasste alles und jeden. Und hat alles vernichtet. Oh. Blut! Elaine! Auf dem Streifzug des Todes, Alter. Eine Vampirin. Eine einzige Vampirin, Alter, mordet sich durch die ganze Welt. Junge, Junge, Junge. Was ist das überhaupt für eine Stadt hier? Aber geiles Szenario, cool. Ach, das ist Klenner, stimmt. Uah, ich dachte, Klenner ist kaputt. Elaine zerstörte das ganze Dorf. Kein einziger Mensch überlebte. Elaine stillte ihre wahnsinnige Gier nach Blut. Mit jedem getöteten Menschen hatte sie das Gefühl, sie würde sich rächen an allen, die schuld an ihrem Unglück waren. Doch war keiner der Menschen in Klenner daran schuld, dass Walner nicht mehr aufwachte. Doch sie würden wieder zusammen sein. Auf ewig. In der Ebene der Blutgeister. Boah, herzzerreißendes Ende. Jetzt tötet sie sich beide, oder was? Walner, mein Liebster. Schon bald werden wir wieder zusammen sein. Ich liebe dich so sehr. Warum können wir nicht gemeinsam glücklich sein? Warum? Warum nur? Gleich sind wir wieder zusammen. Oh,
Oh, die macht Suizid, Alter, mit Walner. Ein sehr trauriges Ende, wie ich finde. Das ist wohl das Sad Ending. Elaine hat sich und Walner umgebracht? Ja, so traurig es auch ist. Walner wachte nicht auf. Und so sah Elaine nur noch einen Weg, wieder mit Walner zusammen sein zu können. Und dass er nicht aufwachte, lag an dem Schattengeist, der immer noch in Walner hauste? Ja, er versuchte stets die Kontrolle über Walners Körper zu bekommen. Und wenn er das erreicht haben sollte, wollte er sich Elaine nehmen. Sie sollte sein Besitz werden. Also war Vincent selber nie an Elaine interessiert, sondern nur der Schattengeist? Ja, und nicht nur, weil sie rote Haare hatte. Aber Jaina war doch ein Vampir. Warum hat der Schattengeist in ihr nicht einfach den Körper gewechselt? Nun, dann wäre ja aber Jaina wieder frei gewesen und sie hätte sich nicht unbedingt auf die Seite der Elaine... Achso, das kennen wir alle schon. Bla 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 bla. Ja, der Schattengeist war der Grund, warum ich angreifen konnte. Ja, nicht richtig. Und der Schattengeist hat mich einfach so... Bla 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 bla. Was ich noch finde, den Blutgeistern... Bla 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 bla. Ja, ja, das kennen wir ja alles schon. Ich glaube, jetzt kommt ja eigentlich wieder dieses ganze... mit den ganzen Quests, Mülder. Dann sehen wir uns gleich mal an der Abschlusssequenz wieder. So, schauen wir, was sich in diesem Ending tut. Okay, wir sterben. Walner und Elaine sterben. Oder jetzt wacht er auf einmal auf und Elaine ist tot. Oder? Elaine? Tatsache, jetzt ist Elaine tot. Und Walner lebt nun alleine. Ja, 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 Leute, das waren die 6 Enden von Vampire's Dawn 2. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich und vielleicht sehen wir uns irgendwann bei Vampire's Dawn 3 wieder, wenn es denn tatsächlich erscheinen sollte, jetzt im Laufe des Jahres oder im Laufe des nächsten Jahres, whatever. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für das rege Interesse, die ganzen Kommentare, für den Zuspruch, bla bla bla. Und dann würde ich sagen, stay tuned.